Rudolf, Elfi, jetzt kommt doch endlich mal. Wir müssen los. Hast du denn schon das Computerspiel für Kevin eingepackt? Ja, hab ich. Und das Skateboard für Clara, die Blockflöte für Linus. Ich meine, wenn es ihm gefällt. Und hast du auch alles richtig beschriftet? Also wirklich, Rudolf, ich bin weder ein kleines Kind noch eine Ur-Ur-Ur-Oma. Ich krieg das schon auf die Reihe. Darf ich dich daran erinnern, was letztes Jahr passiert ist? Da gab es eine Riesenrauferei, weil die kleine Susi die Boxhandschuhe ihres Bruders Felix ausgepackt hat und er stattdessen die Barbiepuppe von Susi. Ja, aber sie hat doch trotzdem gewonnen. Sie wird nicht mehr geärgert. Also Ende gut, alles gut. Naja. Mensch, jetzt lass mal die alten Geschichten und kümmere dich lieber um unser Rentier-Navi. Dieses Jahr fangen wir nämlich in Freiberg an, Petriplatz 32. Und wenn du das gemacht hast, dann kümmerst du dich um unser Proviant. Mit dem ganzen Ausliefern und gucken, ob alles richtig ist, kommen wir nämlich erst am 3. Januar wieder am Nordpol an. Halalala. Sie nervt schon wieder so, als ob ich das Essen vergessen würde. Na egal, was hat sie gesagt? Petriplatz 3. Und am 32. Dezember kommen wir wieder zurück. Aber warte mal, den 32. Dezember, den gibt's doch gar nicht. Da hat sie sich mal wieder versprochen. Mal wieder typisch. So, haben wir denn auch alles? Sieht so aus. Ihr könnt kommen, wir können losmachen. Ach, na endlich. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Endlich haben wir es geschafft. Das wurde aber auch höchste Zeit. Ja, ja, aufs Rentier-Navi ist halt Verlass. Und es sieht immer noch aus wie neu. Ich habe es vor 10 Jahren in einem Secondhand-Shop gekauft und es ist sogar umweltfreundlich. Petriplatz 32 in Freiberg? Ja, genau. Petriplatz 32 Freiberg. Freiberg in Sachsen? Ja, das wunderschöne Freiberg am Neckar. Nur 17 Kilometer von Stuttgart entfernt. Eine malerische Stadt inmitten von Sachsen? Oh, vielleicht sollten wir es nochmal eingeben? Wenn man sich einmal auf dich verlässt, hast du denn den Terminplan nicht gelesen? Ach ja, der Plan! Natürlich habe ich ihn gelesen. Ich dachte nur, das Beste kommt zum Schluss. Pah, leuchtende Nase, klimaneutral, kostenlose Beleuchtung und hilft im Nebel. Das Gleiche haben Sie auch zu meinem Navigationsgerät gesagt. Rote Leuchte, top sicher. Ganz ruhig, zumindest sind wir in Deutschland. Versteht ihr das nicht? Ach, das ist doch Väterchen Frost. Ach, entschuldigt meinen rauen Tonfall. Wir stehen hier bloß ein wenig unter Zeitdruck. Santa, wenn ich bitten darf. Frost, das ist mein geschätzter Kollege aus Russland. Sehr erfreut. Oh, hier ist es sicher kalt draußen. Kommt doch rein. Vielen Dank. Es ist wirklich sehr nett hier. Es ist ziemlich kalt draußen. Santa hat sich nämlich wieder verflogen. Wie bitte? Wer bist du eigentlich? Bist du nicht Rudolf? Richtig, ich bin Rudolf das Rentier, der Assistent von Santa, der Beschützer des Nordens. Außerdem der Mitarbeiter seit 1625. Ich habe auch schon den Preis
des klimaneutralen Antriebs 2018 gewonnen. Und vergiss nicht, ich bin der einzig wahre Rudolf, das einzig wahre Genie, das hinter Weihnachten steckt. Sehr erfreut. Ich bin S.Sir, Regisseur. Ich bin nur vom Service. Aber ich habe schon viel von euch gehört. Ich muss noch die Outfits für Maria festlegen. Maria? Sehr interessant. Zeig mal. Ah, welche nehmen wir? So, diese? Naja. So, diese. Diese. Vielleicht noch. Stopp! Die gefällt mir. Zu übertrieben kommt meist nicht gut an. Sehr gut. Dann nehmen wir doch das. Entschieden. So, dann brauche ich doch nur noch ein paar Schnitte. Nur noch hier. Ah. Und fertig. Und wovon handelt dein Film eigentlich? Na, wieso wir überhaupt Weihnachten feiern? Davon haben viel zu viele Kinder heute gar keinen Plan mehr. Aber dafür braucht man doch keinen Film. Wir feiern Weihnachten, damit es Geschenke gibt. Und die bringen wir, das weiß doch jedes Kind. Na, da wäre ich mir nicht so sicher. Wartet doch erstmal ab und schaut einfach mal zu. Harold, läuft das Band? Wirklich? Ich geheiße den Menschen meines Land, dass ich der mächtige Kaiser Augustus vom höchsten Stand gern wüsste, wie viele Steuern in meiner Hand. Also, ich meine, unverschämt. Ja. So begibt sich jeder in seine Heimat und folge mit Gewissenheit meinem Rat und gehe auf den kürzesten Pfad. Jede Frau reist mit ihrem Gemahl, damit ermitteln kann, die genaue Zahl. So sperme ich ihn aus und bringe ihn zum Ostern. Ich kann mir so weiter. Gib mir alles Geld, das ihr findet in dieser Welt. So füllen sich meine Kasten mit Gold. Ist mir egal, ob ihr was wollt. Harold, wird dieser Kasten noch aufgenommen? Darf ich das eigentlich erst auf diesen Mist gekommen? Was ist denn jetzt mit dieser Lichtbildkasten? Das bringt ja wirklich aus dem Ostern. Für eine verrückte Zeit. Das stimmt. Bald ist es soweit. Das Kind kommt und wir müssen gehen. Von Nazareth bis nach Bethlehem. Das Volk sehen. Der Kaiser spinnt doch. Und du in deinem Zustand noch. Und wenn die Engel nicht gewesen wären und würde Gott nicht so manches für uns klären, ich glaube, ich würde durchdrehen. Das kann ich gut verstehen. Und wenn ich dich nicht hätte? Josef, du bist dabei den ganzen langen Weg und wenn ich mein Jesusbaby in eine Krippe lege. Der Engel sagte, fürchtet euch nicht. Darauf vertraue ich. Warte! Warum bekommen die ihr Kind im Kuhstall? Bekommt man Kinder nicht normalerweise im Krankenhaus oder in einem sauberen Zimmer? Maria, ich bin so froh. Hier ist zwar nur stachliges Stroh, aber immerhin hast du einen Platz zum Liegen. Bald werde ich unser Kindchen wiegen. Ja, du wirst es schon schaffen. Ich glaube an dich. Der Gastwirt, so ein Fisch, wollte auch noch Geld von uns haben für diesen schäbigen Stall. Der hat doch wohl einen Knall. Josef, sei bei mir. Gottes Sohn willkommen. Oh.
Ja, was haben denn Sie zwei sich gedacht, dass hier mitten in der Nacht bei der großen Volkszählerei irgendwo ein Zimmer sei noch frei? Also zu tun habe ich nur wirklich schon genug. Ja doch, ich bring dir gleich deinen Krug. Mann, ist das extrem für heute. So viele hungrige Leute. Eine extrem verfressene Meute. Kein Platz, keine Zeit. Schließlich bringen Sie mir Geld. Das ist das Einzige, was zählt. Keinem wird hier was geschenkt. Was denkt ihr, wer an mich mal denkt? Ja doch, ich mach gleich noch mal voll. Na toll, wirklich jedes Zimmer ist belegt. Zum Glück habe ich gestern noch den Stall gefegt. Aber kann man die zwei wirklich da rein? Na klar. Das bringt auch Kohle ein. Also, das ist ja furchtbar. Also, das sind mir die Schlimmsten. Bei denen weiß man als Santa überhaupt nicht, was man ihnen schenken soll. Die würden es nicht einmal merken, wenn man ihnen einen Goldklumpen in einem Kochtopf servieren würde. Also, ohne das jetzt böse zu meinen, ich will es niemandem wünschen, aber... Sie könnten sich mal den Fuß verstauchen, damit sie endlich einen Gang nach unten schalten würden. Und apropos, was sind denn das überhaupt für Hürden mit ihren verdreckten Viechern? Und das auch noch in einem Weihnachtsfilm. Hört gut zu, auf dass ihr es glaubt, sodass kein böser Mensch sie raubt, haben wir in der Weihnachtsnacht unsere lieben Schäflein gut bewacht. Plötzlich und sekundenschnell war der ganze Himmel hell. Obwohl, da bleibe ich dabei, 12 Uhr ist eben erst vorbei. Und 1000 Engel oder mehr im weißen Kleid, ein ganzes Heer. Doch unser Mut, der war ganz weg. Wir zitterten vor Angst und Schreck. Ja, hab ich bekommen. Ja, ist schon klar. Ja, mach ich. Ja, ich bin unterwegs. Tschüss. Als ob ich nicht schon genügend Arbeit hätte. Unser lieber kleiner Jesus wird auf die Erde kommen und ich muss irgendwelche Botengänge erledigen. Pff,
Von wegen Helfer Gottes, ihr Laufbursche. Hört ihr Hirten. Fürchtet euch nicht, denn ich verkündige euch große Freude. Euch ist heute der Heiland geboren. Ihr werdet ihn finden in Wickeln gewindelt, Windeln gewickelt in einer Krippe liegen. Das erzählt ihr schön weiter. Ich habe noch einiges zu erledigen. Tschüss. Kaum der Engel wurde, schon rannten wir zu diesem Ort. Und schon beim ersten Blick war klar, des Engels Worte, die sind wahr. Und so wollen wir berichten allen unseren Kumpels die Geschichte. Oh, also, wenn das mit den Engeln wahr ist und auch das, was sie gesagt haben, dann ist es doch eigentlich ein richtiger Grund, um Weihnachten zu feiern. Ein richtiger Grund für unsere ganze Rackerei. Voll motivierend. Schenken, weil wir auch beschenkt wurden. Voll schön. Gottes Sohn auf Erden. Voll verletzlich. Und gerade für die Kleinen und Außenseiter. Und was ist das hier? Ein Entwurf für einen Horrorfilm? Ein neuer König? Wie kann es sein, dass ich davon nichts weiß? In meinem Reich geschieht nichts, ohne dass ich es nicht anordne. Ich bin ja schließlich der König. Wenn diese fremden Sonderlinge mir endlich den Aufenthaltsort von diesem neuen Möchtegern-König verraten haben, dann werde ich mich persönlich auf den Weg machen und die Bedrohung ein für alle Mal aus dem Weg räumen. Unkraut sollte vernichtet werden, bevor es seine Wurzeln zu tief in den Boden treibt. Ich kann doch nicht zulassen, dass mir jemand meinen Thron wegnimmt. Ich bin der rechtmäßige Herrscher. Mein Wort ist Gesetz. Niemand kann meinem allmächtigen Griff entkommen. Und wenn sich mir doch jemand in den Weg stellt, werde ich Vernichtung über sein ganzes Geschlecht bringen. Selbst Frauen und Kinder werde ich nicht verschonen. Denn so ein Erbe hat kein Recht zu existieren. Ich bin Herrscher. Niemand sollte meinen Willen anzweifeln. Ich bin König. Niemand sonst. Ist der gruselig. Hoffentlich finden Sie nicht das Kind. Da schaue ich mir doch lieber diese seltsamen Gestalten in ihren Verkleidungen an. Aber was machen die hier überhaupt? Die sind, glaube ich, vom Karnevalsverein oder so. Ich meine, Fasching ist doch erst in 2 Monaten. Da hast du recht. Drei angesehene Herren, auch Könige nennt man uns gern. Doch eins ist uns besonders wichtig, Sterne erforschen und das richtig. Eines Nachts blickt meine glasklaren, engelgleichen Arten aus, strahlendes Licht auf den Felsen, die Nacht leuchtet.
diese einen Augenblick nach dem Augenblick, weil meine Augenbrauen weit sind. Der frühe Vogel fängt den Wurm, wie schon meine Oma zu sagen pflegte. Aber den frühen Vogel verschlafe ich meistens. So geht es schon seit Wochen her mit ihrem nervigen Transfer. Nun einmal mehr wünsche ich mir sehr einen schönen, leisen Zugverkehr. Nun reime ich selbst schon wie ein Irrer. Das macht mich noch immer irrer. Besonders er mit seinen Sprüchen. Wer seine Hände nur in den Taschen hat, der kann nie nach den Sternen greifen, wie meine Oma schon gesagt hat. Ich führe meine Hand nicht mehr, ich trage euer Zeug mit mir. Nun stehen wir hier, dort steht es groß. Hier im Lande ist nichts mehr los. Solange die Sterne noch Licht haben, gibt es noch Hoffnung, wie meine Oma schon zu sagen pflegte. Ich habe keinen Plan. Wir brauchen Ideen. Und zwar spontan. Aber was ist denn jetzt los? Wieso geht das denn nicht weiter? Ist das geplant? Kommen Sie jetzt nie an? Wie geht das jetzt aus? Das kam jetzt unerwartet. Wie mache ich denn das jetzt? Freunde sind wie Sterne. Man sieht sie nicht immer, aber sie sind immer da, pflegte meine Oma stets zu sagen. Dieser edle Erbe Gottes kam zur Erde herab, um zu vertreiben die Seuchen fernab, um der Verzweiflung die Hoffnung zu bringen und dem Tod die Angst abzuringen. Dass du mit allen dies aufhältst, das meinte meine Oma selbst. Selbst meine Strahlkraft reicht nicht mehr, wir brauchen ihn schnell daher. Drum haben wir daran gedacht und ihm Geschenke mitgebracht. Wie bitte? Geschenke? Geschenke? Dafür sind eigentlich wir zuständig. Aber was haben wir denn eigentlich für Geschenke? Das. Schillernd schön die schwere Fracht. Eine Gabe Gold wir mitgebracht. Das meiste, was ich geben kann, ich. Achso, und Weihrauch. Myrrhe, nichts Besseres erwarte. Drauf meine Oma stets beharrte. Na, ob heutige Kinder sich über sowas freuen, das würde ich ja schnell bereuen. Gold ist ja wenigstens noch wertvoll. Das kann man auf der Bank für Geld eintauschen und sich dann etwas Schönes kaufen, aber Weihrauch und Myrrhe, damit kann man doch gar nichts anfangen. Das waren aber vor 2000 Jahren, als das Jesuskind geboren wurde, noch sehr wertvolle Gewürze. Die wurden teilweise sogar mit Gold aufgewogen. Wieso da nicht gleich nur Gold mitbringen? Das spart doch Zeit. Naja, das ist wahrscheinlich leichter so. Und Myrrhe ist ja auch eine Droge. Wahrscheinlich brauchen die das als Reiseproviant. Und weil die drei Männer dem Jesuskind Geschenke mitgebracht haben, bringen auch wir die Weihnachtsgeschenke den Menschen. Ist es nicht so? Ja, das kann man so sagen. Eigentlich hat Gott den Menschen das größte Geschenk gemacht, was man nur überhaupt machen kann. Nämlich das Kind in der Krippe. Ach so. Aber jetzt komme ich mir mit unseren Geschenken irgendwie so richtig überflüssig vor. Nein, überhaupt nicht. Wenn Weihnachtsgeschenke liebevoll ausgesucht sind, können sie sogar etwas sehr Schönes sein. Puh, na da bin ich aber froh. Müssen wir nicht langsam mal los? Alle Kinder warten schon. Aber wollt ihr nicht noch die Schlussszene sehen?
Da können wir auch vielleicht das Schlusslied zusammen singen. Aber das Lied kennen wir doch sicher gar nicht. Wir kennen nur die Lieder von Helene Fischer. Atemlos durch die Nacht. Kein Problem. Ich habe Liedtexte. Solange ihr mit dem Herzen dabei seid, ist das Herz. Together, lovely, all together, worthy.